Mein Name ist Alexander Dieter und im Rahmen meiner Promotion habe ich am Institut für auditorische Neurowissenschaften der Universitätsmedizin Göttingen an einer innovativen Methode der Hörrehabilitation mittels Licht geforscht. Das Prinzip Lichthören klingt erst einmal paradox, besticht jedoch durch verbesserte Frequenzauflösung. Normalerweise werden akustische Signale von der Hörschnecke unseres Innenohrs, auch Cochlea genannt, in elektrische Signale umgewandelt, die unser Gehirn interpretieren kann. Hierbei kodieren Zellen an verschiedenen Orten der Cochlea für verschiedene Tonhöhen. Dieser Ortscode für Tonhöhen wird Tonotopie genannt und er setzt sich durch die gesamte Hörbahn bis hin zur Großhirnrinde fort. Wenn die Sinneszellen beschädigt werden oder absterben, ist Taubheit die Folge. Hier können Cochlea-Implantate Abhilfe verschaffen. Sie stimulieren den meist besser erhaltenen Hörnerven direkt mittels elektrischen Stroms. Ein Nachteil dieser Methode ist die Ausbreitung des Stroms im Gewebe. Er limitiert die Präzision dieser Anregungsmethode und limitiert die Anzahl der Kanäle elektrischer Cochlea-Implantate auf 8 bis 10. Würde man den Hörnerven stattdessen mittels Licht stimulieren, könnte man diese Präzision erhöhen und das künstliche Hörerlebnis verbessern. Ein neurobiologisches Studium in Frankfurt und Göttingen ergänzt sich durch Forschungsaufenthalte in Helsinki und Sydney. Mein neurobiologisches Studium in Frankfurt und Göttingen ergänzt sich durch Forschungsaufenthalte in Helsinki und Sydney. Die erste Herausforderung dieser neuen Methode ist offensichtlich. Der Hörnerv reagiert natürlicherweise nicht auf Licht. Dieses Problem konnten wir im Team meines Doktorvaters, Professor Tobias Moser, mittels modernster Gentechnologie lösen. Hierzu werden lichtgesteuerte Ionenkanäle aus Algen mittels viraler Genfähren in den Hörnerven gebracht. Diese als Optogenetik bekannte Technologie ermöglicht es nun, dass Lichtpulse von den Nervenzellen in elektrische Signale umgewandelt werden, welche sie an das Gehirn weiterleiten. Durch Verhaltensversuche in ertaubten Nagetieren, welche zuvor auf akustische Reize trainiert worden sind, konnte ich nun zeigen, dass die optische Anregung des Hörnervs dasselbe Verhalten hervorruft wie die akustische Stimulation zuvor. Dieser Nachweis der Wahrnehmung optogenetischer Stimulation war ein großer Erfolg, da der Informationstransfer mittels optischer Anregung die Grundlage für lichtbasierte Hörrehabilitation bildet. Anschließend habe ich an der Frage der Präzision dieser Anregung gearbeitet. Hierzu habe ich den Hörnerven optogenetisch entweder mittels Glasfasern oder mittels optischer Cochlea-Implantate an verschiedenen Stellen stimuliert. Zeitgleich zur optischen Stimulation habe ich die tonotope Ausbreitung der neuronalen Aktivität im auditorischen Mittelhirn gemessen. Hierdurch konnte ich bestimmen, wie präzise die Anregung des Hörnervs tatsächlich erfolgt. Der Vergleich zur elektrischen und akustischen Stimulation hat gezeigt, dass die optische Stimulation der elektrischen überlegen ist und dem natürlichen Hören nahe kommt. Auch wenn der Weg zur klinischen Anwendung noch weit ist, deuten vielversprechende Ergebnisse darauf hin, dass die zukünftige Hörrehabilitation ein natürlicheres Hörerlebnis ermöglichen wird, als es heutzutage der Fall ist. Damit die Vision des optischen Cochlea-Implantats Realität werden kann, hat mein Doktorvater zusammen mit weiteren Pionieren des Lichthörens die Firma Optogentech gegründet. Hier können Investoren das Projekt unterstützen. Die Studienstiftung ermöglichte meine Promotion in diesem interdisziplinären und wegweisenden neuen Feld der Biomedizin. Vielen Dank für die Auszeichnung mit dem Friedrich-Hirzebruch-Promotionspreis.